bin gerade in einer Entwicklungsvariante von meiner Crew-Variante, ne? Und das ist halt zu lang gewesen. Es fliegt zwar wunderbar und alles, aber es ist halt zu lang gewesen. Hat dann, ist nicht in den Überschall gekommen, hat zu viel Auftrieb gehabt durch die Länge. Nicht Auftrieb, Widerstand, Luftwiderstand. So, ich möchte einmal ein bisschen kurz zur Navigation was erklären. Hier ist Osten, hier ist Süden, hier ist Westen, hier ist Norden. Ochse siehste Waldheim nicht. So ein Spruch, den habe ich mal vor 20 Jahren in der Grundschule gelernt. So, mal einen Schluck Bierchen. Deutschland befindet sich ja ungefähr hier irgendwo. Kreisen wir mal ein, hier irgendwo eine Nordhalbkugel, ne? Für uns ist es so, wie ganz normal, im Osten geht die Sonne auf. Mittags steht sie mehr im Süden. Und im Westen geht sie unter, im Norden ist sie nie. Am Äquator ist es natürlich so, im Osten geht sie auf und sie wandert dann hier. Und geht im Westen unter, also sie ist ja nie im Süden und im Norden, aber so kann man sich das bei uns vorstellen. Osten geht sie auf, Süden ist sie mittags und im Westen geht sie unter. So. Und im Spiel ist es natürlich so, ich habe hier einmal, hier steht es 135, 100, nee, das ist 180. Ich fliege jetzt genau nach Süden. Erkläre ich nochmal. Osten sind 90 Grad in der Richtung. Süden sind 180, wo ich jetzt hinfliege. Westen sind dann 270, das zeige ich mal. Wenn man jetzt bei dem Video hier auf Full HD einstellt, dann kann man es erkennen. Aber die Kiste zieht halt nur so langsam rum. Also 270 sind Westen. Und Norden, was zeigt das denn hier an? 360 oder 0? Schauen wir mal, was es anzeigt. Aha, ein N zeigt es an. Ist ja geil. Stimmt. Also Norden ist entweder ein N, ne? Oder 360 oder 0. Ist alles das gleiche. Und dann habe ich hier noch die Höhe. 10 Grad, 30, 40 und 90 ist senkrecht. Also ein F-Ball hätte ich jetzt größer machen sollen dafür, aber egal. Das ist ein 80 und der Punkt, das ist ein 90, das ist das Höchste. Also 90 sind halt senkrecht nach oben. So hier. So, ich hoffe, ihr habt es alle verstanden. Dann werde ich jetzt mal mit dem Flug anfangen. Ja, schade, jetzt hatte ich vorher Probleme bei der Aufnahme. Mache ich das Ganze nochmal. Den vollen Schub. Bremsen lösen. Taste 5 kann ich in Cargo schließen. Ich habe 9,3 Tonnen im Cargo. Gut, die hinteren Räder stören nicht beim Aufsteigen. Ich hatte die Advanced Inline Stabilizer vergessen zuerst, habe ich jetzt mal nachträglich eingebaut. Gut, jetzt sammle ich ein bisschen Geschwindigkeit und dann ziehe ich auf 30 Grad hoch. Das mache ich dann bis 8000 Meter und ich kann jetzt noch Kurskorrekturen vornehmen, was ich nachher nicht mehr machen kann. Zumindest, nee, eigentlich danach kann ich es nicht mehr machen, dann darf ich es nicht mehr machen. So, 8000 Meter sind jetzt gleich erreicht, dann fange ich an, die Nase Stück für Stück zu senken. Oder was ist, wenn ich SAS ausschalte? Aha, funktioniert auch. Ja, so passt das. Ah, nee, hier kommt leichte Schieflage. So, darüber, okay, 10 Grad, hat eine leichte Schieflage, was soll's. Aber 10 Grad Steigung, das brauche ich. Und jetzt entwickelt das Triebwerk vollen Schub. Oh, ist aber ganz schön schief, ne? Wie man hier sehen kann, aber was soll's. Mal schauen. Mein Rekord waren bis jetzt 1340 Meter pro Sekunde. Und da wäre mir auch fast dieser Ramp-Air-Intake abgefallen. Durch Überhitzung. Mal sehen, was jetzt passiert. So, sie fangen an zu überhitzen, wie man sehen kann. Ich komme leicht vom Kurs ab. Naja, was soll's. Hätte ich SAS nicht ausschalten dürfen. Jetzt wird es kritisch. Aber ich... Nö, es passiert nicht. Wird es nicht ganz so schnell. Auch egal. Es reicht zu. Weil ich habe ja bei dieser Variante, die habe ich ja nicht bis zum Optimum optimiert, sondern habe ich ein bisschen Spielraum und selbst mit der 10.000... Boah, Entschuldigung.
selbst mit der 10.500er Variante OS muss ich umschalten, habe ich genug. Ja, brauche ich halt nur 1280 Meter pro Sekunde. Ups, das habe ich zu früh ausgeschaltet, oder? Nee, passt schon. Gut. Jetzt muss ich langsam meinen Kurs korrigieren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen kann oder erst später. Ich mache es jetzt mal noch nicht, weil es hat ja keine großen Auswirkungen. Zur Not kann ich es im Orbit machen, dafür habe ich den Treibstoff da. Oh, jetzt habe ich alles ausgeschaltet. Komisch, kann es wieder nicht einschalten, ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich muss hier auf 70, knapp über 70. Mit dieser Variante kann ich sogar höher gehen. Ich probiere mal Kurskorrekturen. Leicht E drücken und es fällt. Mal wieder hochziehen, was passiert. Oben. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, was nicht perfekt, aber ist in Ordnung. So. Naja, das lassen wir einfach mal so jetzt. Und mir ist es auch schon mal passiert, dass es hier anfing zu trudeln. War jetzt nicht weiter schlimm, aber doch gefährlich. Und da habe ich einfach diese Rotation Wheels vergessen. Tja. Schauen wir doch mal. Oh ja, ist gleich soweit. Naja, ich mache bis 90. So, 90 sind erreicht, 92, ja passt. Jetzt schaue ich, dass ich die Nase genau im Wind halte, um Luftwiderstand zu vermeiden, weil der auch noch abbremst, dass jetzt das hier genau übereinstimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Okay, Treibstoff kontrollieren, wie viel habe ich noch? Genug, würde ich mal sagen. Mehr als genug. Einwandfrei. Opfer, das reicht, Digga. Bin ich denn? Kann ich das jetzt? Kann ich da einschalten? Jetzt zeige ich gleich nochmal Trick 17. Bei Rename Riesel gebe ich mal was anderes und zwar nochmal Station, whatever. Und dann kann ich das hier ausschalten, dann habe ich wieder eine Übersicht. Da weiß ich jetzt, wo ich bin. Gut, das wird jetzt noch eine Weile dauern, ne? Im Weltraum jetzt Taste 4 drücken für Solarpanel, damit die aufgehen. Weil, wie gesagt, diese Engines erzeugen keine Energie. Ah, sie glühen rot. Überhitzen sie nicht. Man sieht, das hier ist glühen. Bei dem auch. So. Die Geschichte mit Single Stage to Orbit und Nuke Engine funktioniert seit 1.0 nicht mehr. Weil das mir gerade einfällt, weil ich hatte einmal eine Nuke Engine mit dabei und die war da auch schön rot glühend. Gut, dann gehe ich mal weiter bis auf. Bis hierhin zur Apoapsis und brenne mich dann in den Orbit. Ich habe eh schon ganz schöne Geschwindigkeit, brauche also nicht mehr viel und habe damit massenhaft Treibstoff übrig. Ja, ich bin gerade bei der Videobearbeitung und das eine, der eine Punkt, der ging nicht. Das der eine Videofetzen, dann muss ich den ganzen Start nochmal neu machen. Bin jetzt bei einer Stunde. Also wird das Tutorial über eine Stunde gehen. Leckt mich doch am Arsch, ist das lang. Ein bisschen, damit wir genau übereinstimmen. Jo, das ist gut. Was haben wir genau? 92, passt. Fracht ablassen, bin ich schön an der Sonnenseite. Ja, da gehen wir mal noch zur Sonnenseite. So, gibt es noch was zu erklären? Ich überlege. Ja, also die V-Form ist wirklich schön für die Stabilität. Jetzt habe ich die mehr als vorher und das macht, das merkt man echt bei der Stabilität, das macht was aus. Eigenlob stinkt, aber ohne Scheiß, ich habe noch kein besseres SSTO gesehen. Ja. Ist natürlich nicht komplett auf meinen eigenen Mist gewachsen, ist klar. Also ohne fremde Hilfe oder so wäre das niemals entstanden. Aber ich habe noch... Ups, scheiße, falscher Knopf. Noch keins gesehen, was besser ist. Ey, egal, ich bin trotzdem noch im Orbit. Gut, warte mal, wir können uns wieder hier hochbrennen. Ja, ne? Das war halt die Rache für mein Eigenlob. Ne, aber ohne Schmarrn. Welches ist besser? Her damit.
Ich hatte es mal vor uns ausgerechnet. Über 22% Nutzlast. Ach, egal jetzt. Vorbei mit dem schönen Orbit. Gut, Nummer 6. Na! Jetzt muss ich Nummer 6 drücken. Habe ich zu früh gedrückt. Oh, oh, oh. Also dann mit neben rechts, neben SZ, der schöne Knopf. Kann ich es wechseln? Ach, ich habe hier wieder mal die Batterien vergessen. Und die Solarpanel. Einschalten. Normalerweise muss man, ne, sag schon, RCS einschalten hier. Dafür muss man den Tank entsperren und dann kann man hochfliegen, R drücken und dann, was ist das, I? Ja, I, passt. Toggle, Torx, egal jetzt. So, dann gucken, kann ich die Engine einschalten? Ne, so. Ah, sehr schön. Oh, ist jetzt fast das gerammt. Jetzt soll's abhauen. Ich bereite mich dann mal auf den Wiedereintritt vor. Zwischendurch zeige ich halt eben das Undocking, was ich jetzt schon aufgenommen habe. Das ist jetzt der hoffentlich letzte Part, den ich drehen werde. Zwar nicht der letzte Part von dem Tutorial. Die Landung habe ich ja schon gedreht. Und zwar kommt jetzt das Andocken an eine Raumstation. Das hier ist ein Nachbau der Raumstation Mir, gebaut vom Freaky Set. Danke dafür. So, und dann wollen wir doch mal hier andocken. Das Beste ist, man muss halt schauen, dass die Station schon... Ach, jetzt ist dunkel. Na gut, ich mache da erstmal bis Tag ist. Ja, schön hier den Knopf gedrückt, dann wird automatisch morgen. Gut. Gehe ich mal hier rein. Man muss darauf achten, dass die Raumstation nicht allzu weit weg ist. Ich sag mal, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Weil ich steige ja von hier auf und bin dann hier vielleicht. Schauen wir mal. Ja, so lasse ich das jetzt mal und jetzt steige ich. Ich darf natürlich nicht vergessen, vorher eine Crew reinzutun. Und ja, den Aufstieg habe ich jetzt schon mal gezeigt. Brauche ich jetzt nicht mehr machen. Wo bin ich? Also ich bin jetzt hier. Die Raumstation ist hier. Ich hoffe, dass das zum Rendezvous kommen wird, ne? Ich blende dann bloß nochmal ein, wie schnell das wird. Nur nochmal zwischendurch was. Also exakt, mir gefällt die Crew-Variante vom Außen her besser als die andere Variante. Und ja, jetzt senke ich halt wieder ab, damit es wieder beschleunigt. Muss ich bei der nicht machen, weil ich habe ja hier mehr Treibstoff drin, dafür weniger Nutzlast. Und probiere ich mal 10 Grad, wie bei einem anderen. Aber jedenfalls, ich habe echt gemerkt, dass die erhöhte V-Form besser ist als bei meinen anderen. Ne? Also, nö, das mit der V-Form ist ja wirklich besser. Hat bessere Flugeigenschaften, liegt stabiler in der Luft. Ich komme nicht so leicht vom Kurs ab. Passt alles, wunderbar. Die Geschwindigkeit ist bereits ausreichend. Mal sehen, was es erreichen wird. Hoho, ho, ho, das wird aber wieder ganz schön eng hier vorne, ne? Ah ja, das reicht auf jeden Fall aus. 1243,5. Ja, das ist in Ordnung. Dann lasse ich noch ein bisschen Fuel verbrennen, weil diesmal habe ich ja ausreichlich dabei. Ach ne, ich habe hier, die habe ich nicht. Und dann schalte ich jetzt mal um. So. Aha, sie hat mich eingeholt, die Raumstation. Naja, gut, da kann ich nichts machen. Dann gehe ich jetzt mal in einem 70 Kilometer Orbit, weil da bin ich schneller. Weil man weiß ja, umso höher, umso langsamer ist der Orbit, umso niedriger, umso schneller. Also gehe ich in einen 70 Kilometer Orbit und hole die dann wieder ein, ne? Also hätte ich dann doch, also die war ja hier, wo ich gestartet bin von hier aus, also hätte die vielleicht hier sein müssen. Muss ich mir nächstes Mal merken. Gut, aber nichtsdestotrotz, das geht trotzdem. Ja, ganz normal ist der Orbit nicht. 70, 78, aber trotzdem, ich bin unter der Mir, schneller. So, da markiere ich mir diese mal. Und wir haben eine Distanz von 152 Kilometer, das ist nicht wenig. So, man sieht, ich komme langsam näher ran. Ja. Man hat hier immer die gewissen Punkte, wann man eine Annäherung hat. Ich habe hier eine um 116 Kilometer. Das ist die nächste Annäherung. Okay. Ja, nee, ich mache jetzt mal das wieder aus. Ich werde jetzt hier mir eine... Von der Periapsis aus die Abo-Apsis runterbrennen, auch auf 70.
und dann haut das am besten hin. So, ja, jetzt bin ich 10 Kilometer weiter drunter und jetzt nähere ich mich ganz schön schnell. Gut. Ich habe eine Annäherung von 38. Ich würde sagen, es ist besser, ich gehe dann schon mal wieder ein bisschen hoch. So, jetzt haben wir hier die Annäherung gehabt. Beim nächsten Mal habe ich... keine Ahnung. Oh, shit. Shit. Ich muss hoch, sofort. So. Ich brenne einfach mal auf, sagen wir mal 79. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Was haben wir jetzt? Gott, was ist denn jetzt meine? Ich glaube, das ist meine. Ah, das ist vom... Das geht gerade gar nicht. So, fertig. Gut, also hier mal jetzt 79. Was habe ich denn hier? Gut. Dann machen wir 78, passt schon. So, dann wieder markieren. Und wie weit ist es hin? 16 Kilometer. Hier habe ich eine Annäherung von 11 Kilometer. Oh shit, ich hole nein. Gut, schlecht. Was mache ich jetzt? Das war jetzt nicht so geplant. Ganz einfach, dann steige ich ein bisschen auf. Geh nochmal Orbit. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Naja, gut. Genau, mache ich mal hier über. Oh, das sieht ja mal gut aus. Es nähert sich der Punkt immer. 6 Kilometer, 5, 4. Beim zweiten Mal 11. Ah ja, ich krieg hier sogar einen Treffer hin. 1 Kilometer? Gut. Ein RCS, nochmal ein bisschen zurückbrennen. 1 Kilometer? Gut, passt. Also nochmal. Ich sehe ja immer jetzt Annäherungspunkt 1 und Annäherungspunkt 2. Das wackelt gerade ein bisschen. Und das ist jetzt bei dem hier eben 1 Kilometer. Hier sind es 12. Wie soll ich denn das am besten erklären, ne? Also wie gesagt, ich bin da eben nicht ziemlich genau aufgestiegen. Die Mir hatten bei mir einen Orbit von 80. Mein Spaceplane 70. Und so habe ich das eingeholt. Und jetzt habe ich mich hochgebrannt, dass ich halt auf dieselbe Ebene bin. Und den Rest mache ich dann ganz anders. So. Gehen wir mal zu dem Punkt, wo es 1 Kilometer hat. Gut, dann brauche ich jetzt diese Ansicht. Die Mir ist also... So, ich kann hier auswählen, jetzt Target. Ich habe eine Geschwindigkeit von 13,6 Meter zu dem Ziel. Das setze ich erstmal auf 0. Okay? Das muss ich jetzt aber nicht mehr mit dem Treibstoff machen, obwohl, ist ja egal, ich habe ja genug. Ich kann das auch mit RCS machen. Dafür habe ich jetzt hier bei dieser Variante genug eingepackt. So. Wo ist es denn überhaupt? Ah, dort. Gut zu wissen. Dann schauen wir doch mal. Da, wo dieser rosane Kreispunkt ist, ist die... Raumstation. Und da gehe ich jetzt mal hin und mach mal 10 Meter pro Sekunde. Dass ich mich mit 10 Metern pro Sekunde nähere. So ungefähr. Und man sieht, sie kommt näher. So, und ab jetzt mache ich das ohne Triebwerke. Ist nämlich nur RCS. Und dafür schalte ich jetzt, genau, Taste 2, dann sind sie aus. Okay. Mal ein bisschen ran, Zeitbeschleunigung. Mal zwischenspeichern, wenn ich Mist mache. Das wird, glaube ich, doch eine längere Angelegenheit, ne? So, das ist meine Bewegungsrichtung, die setze ich wieder auf 0. Mit RCS ein und dann N. Oh, das bremst aber langsam ab. Das bremst mir jetzt zu langsam ab, ehrlich gesagt.
Aber gut, es geht schon, es geht schon. Wieder ein bisschen vorbeigerauscht. So, null. Aus die S wieder aus, dass ich zum Drehen nicht brauche. Dann gehe ich in diese Richtung. Man sieht, sie hält jetzt fast konstanten Abstand. Nur ein bisschen ändert es sich. Und dann gehe ich mal hin. Sagen wir mal, 2 Meter reichen aus. Ja. Hat sie überhaupt Licht? Nee. Kein Licht angebaut. Toll. Sieht aber cool aus, oder? Es würde jetzt bestimmt drauf zustoßen. Gut. Aber ich habe Licht. Schön. Wo kann ich denn andocken überhaupt? Ich könnte das zwar jetzt drehen, aber das möchte ich nicht. Schaue ich mal, dass ich hier andocke. Genau, hier. Hat mehrere Andockpunkte. Dann hier auch mal einer, aber das Solar im Weg. Ich versuche es mal dort. Okay, gut. Dann will ich mich mal dahin bewegen. Ganz vorsichtig. Erstmal RCS wieder ein und langsam abbremsen. Und ein bisschen kann ich noch ran. Genau, ein bisschen geht noch. Okay, jetzt wird es Zeit zum Abbremsen. Wieder auf Null setze ich mich jetzt. Gut. Jetzt ist es schwierig. So, fangen wir mal an. Mal gucken. Ich glaube, das werde ich jetzt in der Zeit beschleunigen, ne? Das muss man ja jetzt nicht sich alles antun. Gleich habe ich es. So ein bisschen hoch. Schön langsam. Das zieht sich dann ja schon schön von alleine an. RCS. Oh ne, passt. Fertig. Jetzt tausche ich als erstes mal die Crew aus. Wie das geht, weiß ja eh jeder. Ne? Schau ich mal das Licht hier aus. Blendet so sehr. Nimm einfach mal hier Crew, Transfer, irgendwo hin. Ach ja, wenn das Video eh schon so lange geht, warum soll es nicht noch länger gehen, ne? So, die Crew. Und die ist, glaube ich, hier drin, oder? Ah ja, genau, schön. Die kommt dann wieder zurück. Ja, so ist das in der Zukunft, ne? Man braucht keine Raketen mehr, sondern einfach solche Single-Stage-to-Orbit. Man kann dann Leute vom Weltraum wieder runterbringen oder hochbringen. So, und jetzt tue ich mal den ganzen Treibstoff raus. Aber gut, jetzt bin ich fertig. Ach wunderbar, hier ist sogar gerade Tag. So soll es sein. Dann gehe ich mal gegenüber vom KSC, was hier ist, bei Afrika. Genau gegenüber. Sehr schön. Und brenne mich dann runter. Bin eh schon in entgegengesetzte Richtung. Also ich sag's nochmal. Ich habe hier vorne, ups, machen wir mal zu. Habe hier vorne einen Tank drin, den ich entsperren kann. So. Was ich jetzt aber nicht muss, weil ich habe eh noch
bombastisch viel Treibstoff drin, wie ich finde. Kann ich zum Beispiel eine Tonne Treibstoff rausnehmen und eine Tonne mehr Fracht rein. Habe ich ja gemacht bei der 10.500er Variante. Taste 2 kann ich die einschalten. Die sind jetzt in Closed Circle Modus. Juppa. Dann gehe ich mal runter. Mache ich mal, ich sag mal, 52. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Mal gucken, wo ich eintrete. Okay. Ist natürlich immer so eine Sache, dass wir abschätzen, ne? Gut, hier trete ich ein. Ist ein Viertelplanet vorher, sag ich mal. Düse dann jetzt hier drüber hinweg und hoffe, dass ich dann hier im KC landen kann. So, hoppala, falscher Knopf. Ist gut, jetzt kann ich die wieder ausschalten. Die Rapier Engines. Und begebe mich dann mal in den Wiedereintritt. Solarpanel einfahren, sonst gehen sie kaputt. Naja, das Video ist schon so lang, muss ja nicht noch künstlich in eine Länge gezogen werden. Ich schalte mich dann wieder ein. Ja, wie man sehen kann, ich bin bei noch 60 Kilometer Höhe und es brennt schon die Periapsis gewaltig runter. Also, es kommt eigentlich gar nicht zu Wiedereintrittseffekten. So, warte mal, stopp. Jetzt will ich, dass es schön abbremst. Einmal die Nase so hochhalten. Man sieht, dass es abbremst. Und ich kann dann noch die Airbrakes einschalten, was aber jetzt nicht Pflicht ist. Ne? Weil wenn ich jetzt so hochhalte, dann nützen die sowieso nichts. Und wie man sehen kann, das Rote ist halt eben Luftwiderstand quasi, ne? Boah, das hat gleich so viel abgebremst, hä? Dass ich quasi, ja, ich bin aus dem stabilen Orbit raus. Wo bin ich jetzt? Über dem Meer. Also ist gleich soweit. Ich zieh nochmal hoch jetzt. Schauen wir mal, dass es so oben ist. Und machen mal Zeitbeschleunigung hier. Ich hab da jetzt gerade keine Lust, mir das alles anzugucken. Ich mache das wohl ungern, aber was soll's. Aber man sieht, es verhält sich sehr schön. Es behält den Kurs bei. Genau Richtung Osten. Das liegt halt eben, wie gesagt, an dieser V-Form. Ist echt eine tolle Sache. Es wird schön langsam. Hier ist jetzt der Kontinent Afrika. Das Gebirge dahinter ist KC. So. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Oh, ich rausche darüber hinweg. Oh Mann. Okay, hier komme ich runter. Das ist schon mal richtig gut eigentlich. Mal gucken, was ich noch abbremsen kann. Kann ich nochmal hochziehen? Schauen wir nochmal. Wenn ich jetzt so mache hier. Schaut mal auf die Geschwindigkeit hier. Wenn ich so mache, die wird drastisch langsamer, oder? Aber Hölle. Sogar hier. Jetzt habe ich es übertrieben. Oh, jetzt habe ich es übertrieben. Wie weit bin ich weg? 78 Kilometer. Och, das sieht doch schon mal perfekt aus, oder? Mal schön abbremsen hier. Und man sieht, ich bremse so weit ab, es kommt einfach nicht mehr zu Wiedereintrittseffekten. Ich bin schon so langsam geworden. Rauschmutter gleich mal direkt nach unten. Ja, das finde ich echt ein bisschen schade hier bei Case im Kerbal Space Programm. Es hätte mehr sein können. Es hätte mehr sein können. Ich hätte mir Teile gewünscht mit Hitzeschilden unten. Also nicht nur die Hitzeschilde, sondern jetzt die Hitzekacheln. Wie bei einem Space Shuttle, dass man halt einen Space Shuttle oder Buran nachbauen kann. Ne? Weil in Wirklichkeit ist es ja vonnöten und hier eben nicht. Aber wie gesagt, man braucht Teile, die 2000 Grad aushalten. Ne? Das ist halt der Unterschied. Mal gucken, ob ich jetzt direkt nach unten kann. Übrigens kann ich jetzt die Jet Engines wieder einschalten mit Taste 1. Selbst wenn ich hier hinten rausgekommen wäre, ich hätte noch genug Treibstoff zum Zurückfliegen. Gut. Boah, direkt nach unten stürzen. Oh, der Schall, die Maus, das nervt mich. Eieiei, jetzt trudeln.
Also darf ich nicht so krass, nicht so extrem fliegen. Aber dennoch, ich kann den Kurs, wie sagt man? Ich kann wieder die Oberhand gewinnen und kann wieder ordentlich fliegen. Die Landung mache ich noch und dann mache ich hier aus. Als nächstes kommt, ja, was ich jetzt schon mal gezeigt hatte, die Eve-Drohne. Ein Spaceplane, was auf Eve landet. Und dann eben Daten wegsendet, Forschungsdaten. Soll nicht mehr aufsteigen, soll nur landen. Und ein Single-Stage-Orbit im Karrieremodus. Habe ich schon mal gebaut, das werde ich Ihnen auch bald zeigen. Ist dann aber jetzt nur für Crew, ich möchte da keine Cargo-Variante bauen. Und ob ich jetzt doch noch ein MK3 bauen werde, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Das macht dann wieder gigantisch viel Arbeit, 20 Stunden mindestens. Wenn ich wieder hier mein Perfektionismus-Fetisch habe, dann werde ich noch länger dran arbeiten. Okay, bin noch ziemlich schnell. Nö, bin ich nicht. Joystick wäre das viel, viel sanfter. So, Bremsfallschirmer ein. Also jetzt keine Musterlandung, aber ist nichts kaputt gegangen, alles perfekt. Passt schön. Also dann, verdammt lang ist es gewesen, das Spaceplane Tutorial. Über Single Stage to Orbit und es muss auch so lang gewesen sein, weil ich habe verdammt viel Zeit hier reingesteckt, bis ich sowas hier bauen kann, ne? Also dann, ich hoffe, jetzt kann jeder so ein Omicron Futuria bauen. Und zwar dieses hier. Ich würde es echt so empfehlen mit der V-Form. Das ist ein bisschen zu wenig. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, adieu, servus, adios. Bye-bye. Thank you.